Ich fasse es nochmal kurz zusammen und beschreibe es von der letztendlichen Ursache her. Die ganze Gesellschaft ist direkt oder indirekt vom Narzissmus betroffen. Wir sind fast alle entweder im Größenwahn oder im Kleinheitswahn. Die Fachbegriffe hierfür lauten einerseits grandioser Narzissmus und andererseits ängstlicher, verletzlicher Narzissmus. Wir sind keine ausgeglichenen, bodenständigen Leute, weil je nach Generation die Großeltern oder Urgroßeltern vom Krieg traumatisiert worden sind und weil auch unsere Eltern dadurch noch einseitig geprägt worden sind. Der Mechanismus ist insbesondere auch in etwa der, dass man in Kriegszeiten geliebte Personen, insbesondere auch enge Angehörige, verliert und der Schock und der Schmerz beim Verlust einer geliebten Person so unerträglich hart ist, dass die Betroffenen am liebsten nie wieder lieben würden, damit sie das nicht noch einmal, möglichst nie wieder so erleben müssen. Nicht selten hört man, dass auch ähnlich von insbesondere enttäuschten Frauen, aber auch von Männern, ich will mich nie wieder verlieben. Also letztendlich zum Schutz vor erneutem Verlust. Bei traumatisierten Personen geht das aber leicht noch weiter, weil sich sozusagen die Seele als Schutzmechanismus auch tatsächlich von Gefühlen, auch von der Liebe, abkapseln kann. Das Resultat ist dann eine eigentlich gar nicht böse gemeinte Gefühlskälte oder Gefühlsarmut. Es führt dann dazu, dass deren Kinder die natürliche bedingungslose Liebe von Eltern nie erleben, dadurch auch gar nicht kennen, nicht verinnerlicht haben und dadurch auch selber wiederum nicht weitergeben können. Man kann schwer voll und ganz geben, was man nie hatte. Man kann auch die bedingungslose Liebe in der Erwachsenenwelt nicht mehr erfahren, die Erfahrung nicht nachholen, höchstens durch Gott. Diese Eltern sind jedenfalls nicht böse, aber ihre Liebe ist anders. Sie äußert sich dann oft eher materiell, in Form von Geschenken oder Belohnungen, aber andererseits auch in Form von Strafen oder auch in Form von übertriebener Ängstlichkeit. Eltern zum Beispiel, die ihr Kind für gute Noten materiell belohnen und andererseits für schlechte Noten bestrafen, erziehen ihr Kind im Grunde schon zur Bestechlichkeit. Und die materielle Belohnung als Ersatz für bedingungslose Liebe führt oder erzieht im Prinzip schon zum Materialismus. Die Entziehung von Gütern als Strafe führt dann auch leicht zum Trotz und zum hemmungslosen Hedonismus. Das Belohnungsprinzip hemmungslos in die eigene Hand zu nehmen, ist dabei dann auch der Grundstein zum Suchtverhalten. Insgesamt sind dann Habsucht, Herrschsucht, Geltungssucht oder die Sucht nach mehr oder weniger leicht erschwinglichem Konsum die Folgen, je nachdem, wie die Eltern die Erziehung im Einzelnen gestaltet haben und ob man eher zum grandiosen Narzissmus oder eher zum ängstlichen, verletzlichen Narzissmus neigt, ob man eher ein Angeber ist oder eher der kleinlaute Typ. Und Habsucht, Herrschsucht und Geltungssucht, natürlich im Zusammenhang damit dann auch Bestechlichkeit und andererseits kritikloses, ängstliches Mitläufertum und passive Konsum- oder Konsumentenmentalität ruinieren jeglichen Ansatz zu einer vernünftigen Gesellschaftspolitik, ruinieren Parteineugründungen und ruinieren auch Bewegungen.